Nicht wenige Zeitgenossen machen um Behörden lieber einen großen Bogen. Diese Einstellung sollte man allerdings ändern, zumindest wenn es sich um das Landratsamt in Naumburg handelt. Denn dort wurde am 28. Juni eine neue Ausstellung eröffnet. Wir sind von der Volkshochschule von Zeitz. An der Volkshochschule gibt es eine Menge Malkurse, verschiedene Altersgruppen, Jugend, Kunstkurse, junge Leute, ältere Semester, alles durcheinander. Und einmal im Jahr gibt es eine Studienfahrt. Da fahren einige, die möchten, von jedem Alter, in irgendeine Stadt in Deutschland. Und dort wird gemalt und gezeichnet, Naturstudium betrieben. Ja, das machen wir jetzt schon viele Jahre und ich dachte, es ist einfach mal Zeit, uns mal hier ein bisschen zu präsentieren im Landratsamt. 15 Leute habe ich jetzt gefragt, ob sie mir ein paar Bilder geben, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und das ist jetzt zusammengekommen hier von 6 verschiedenen Orten, in denen wir waren. Also wir malen ja vor der Natur und da nehmen wir keine Ölfarben mit oder sowas. Also hauptsächlich Stifte, Aquarellfarben werden gern genommen, Kreiden, Pastellkreide oder Acrylfarbe dann noch. Wir stellen unsere Bilder dann im Anschluss aus in Zeitz. Haben wir jedes Jahr eine große Ausstellung. Im Moment ist auch noch eine jetzt da von der letzten Fahrt, die war Frankfurt-Main. Und das ist natürlich auch der Anreiz, dass wir ordentlich arbeiten müssen. Dass man es nicht nur vor sich hin malt, so, ne, wie, ist ja, sind ja alles Hobbykünstler, sondern müssen ein paar ordentliche Bilder rauskommen, damit das dann auch schön wirkt. Also schauen Sie doch mal im Landratsamt vorbei, im Haus 2, zweite Etage.